es ist mal wieder soweit für ein kleines Review. Ramses Review ist zurück und ich war mal wieder im Kino. Und heute haben wir für euch den Film, oder ich, warum rede ich denn immer von wir? Ich bin noch ganz alleine, oh mein Gott, forever alone. Heute haben wir den Film Creed 2 für euch und das ist natürlich die Fortsetzung von dem Film Creed. Und Creed geht ja zurück auf die Filme natürlich Rocky, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5, Rocky Balboa, was ich immer noch als einer der besten Rocky-Filme fand, wo ich sagen muss, ich habe damals das alles nicht mitbekommen. Ich glaube, Rocky 1 bis 5 habe ich noch nie geguckt, nur Ausschnitte. Rocky Balboa fand ich dann richtig genial, vor allem auch, der hat so lustig gewirkt, obwohl er eigentlich gar nicht lustig sein sollte, weil Sylvester Stallone ist ja wirklich einer meiner Lieblingsdarsteller, Schauspieler und ich finde ihn einfach so richtig dufte. Und der war dann eben bei Rocky Balboa schon so richtig alt und hat dann auch immer so geredet. Und hat dann immer so rumgefaselt und rumgedingst und selbst im Film wurde das aufgezogen, wenn er wieder mal so in der Vergangenheit geschwelgt ist, hat, wie auch immer, und erzählt hat und dann schon, ja, komm, ich kann es nicht mehr hören, jetzt kommt wieder das und das, da musste man schon selbst schmunzeln, weil der Film sich selbst auch immer ein bisschen mit auf die Schippe genommen hat. Fand ich dann richtig cool. Auch Creed war ich natürlich dann begeistert, dass er da wieder so eine Rolle hat. Er zwar nicht in der Hauptrolle steht, er eben den Sohn von Apollo Creed heranzieht und den aufbauen will, zu einem Top-Boxer machen. Und viele sagen jetzt, ja, Boxen, das interessiert mich nicht. Boxfilm ist auch kacke. Aber gebt dem Film eine Chance natürlich. Guckt euch das an, denn es geht um viel mehr als Boxen, genau wie bei Creed 2. Bei Creed 2 zum Beispiel gab es im Prinzip drei Kämpfe im ganzen Film, die wirklich da waren und gezeigt wurden, wovon einer aber nur so zur Hälfte gezeigt war und schon vorbei war, bevor er überhaupt begonnen hat. Und der Rest des Films wird wirklich eine Geschichte gezeigt, eine lustige Geschichte, eine traurige Geschichte, eine dramatische Geschichte. Ihr durchlebt alles, was hinter den Kulissen passiert, was mit dem Typ passiert ist, alles, was er durchmachen musste. Und deswegen sage ich trotzdem, das ist kein normaler, gewöhnlicher Boxfilm, sondern wieder mal Kino für die ganze Familie, zum Mitfühlen, zum Dabeisein. Also mir ging es zumindest so. Ich fand bei Creed den Darsteller, diesen Creed Junior, sage ich mal, fand ich toll, hat mir gefallen, war alles super, wie der das so als Anfänger ankam und wurde dann von Rocky trainiert, unter die Fittiche genommen. Fand ich schön, dieses Zusammenspiel zu sehen. Bei Creed 2 ist mir aber sofort aufgefallen, dass der Creed Junior, ja, so ist es, wenn man den Namen nicht weiß, dass der irgendwie so einen total komischen Charakter plötzlich hatte. Der hat sich wohl ein bisschen verändert, weil der war ja dann auch Weltmeister, hat den Gürtel gehabt, hatte Erfolg, hatte Ruhm und wie immer das so ist, verändern sich die Leute natürlich, denn bei Creed, beim ersten Teil, war er das kleine Würstchen, ist dann aufgestiegen, konnte es gar nicht fassen, oh mein Gott, war noch auf dem Boden geblieben. Bei Creed 2 war er natürlich schon hier oben, war ein bisschen arrogant, überheblich, war was Besseres, hat sich dann auch mit Rocky gestritten, war ungerecht seinem Meister, Lehrer gegenüber, alles. Fand ich dann richtig mies, habe ich schon gesagt, was ist denn nur mit ihm los? Der war doch mal korrekt, jetzt ist er so ein richtiger Assi geworden, das haben die wieder gut rübergebracht, dass man richtigen Hass empfindet in dem Moment für den. Oder sagt, ich kann es nicht glauben, was labert der denn und was macht der, so kann man doch nicht sein. Und das ging halt schon richtig ans Herz zu sehen, wie das alles kaputt geht. Und auf seinem hohen Ross, wo er da gesessen hat, ist er natürlich dann auch abgestürzt, hat also seinen Kampf gegen Victor verloren, der Sohn von dem anderen Typ da, wo ich mich jetzt wieder nicht vorbereitet habe und den Namen nicht weiß, weil ich die Reviews jetzt auch kurz hintereinander mache und es schon so lange her ist, dass ich die Filme geguckt habe, habe ich alles vergessen. Aber auf jeden Fall hat er gegen den Sohn von dem anderen gekämpft und das Besondere war ja, dass die zwei Väter, also Apollo Creed und der andere, der böse Russe oder Ukrainer, die haben ja damals gegeneinander gekämpft und Apollo Creed ist damals im Ring gestorben, weil der Russe keine Gnade hat und den so kaputt gemacht hat. Und da wird Creed Junior natürlich sehr sentimental, weil er wusste, sein Vater ist damals gestorben. Jetzt kommt der wieder zurück ins Rampenlicht, hat seinen Sohn mitgebracht und sein Sohn will jetzt gegen ihn antreten. Er wollte natürlich seinen Vater irgendwo rächen. Er wollte, dass der Name reingewaschen wird. Und
ihm zeigen, dass Creed trotzdem ein Name ist, der im Boxsport großgeschrieben wird. Hat aber trotzdem irgendwo Angst gehabt, das hat man ihm dann auch angesehen, denn es kam dazu, das große Aufeinandertreffen, er sollte seinen Gürtel verteidigen, hat dann gegen den Victor gekämpft, hat dann kläglich verloren, sozusagen, aber Victor wurde dann disqualifiziert, weil er einfach nochmal nachgeschlagen hat, einfach nochmal draufgehauen, er kannte wirklich keine Gnade und sein Vater wollte ja schon, dass er ihn einfach wirklich so mies zusetzt, wie Apollo damals schon zugesetzt wurde, deswegen wurde er disqualifiziert. Creed Jr. hatte den Kampf zwar gewonnen wegen Disqualifikation, hat seinen Gürtel behalten, aber war so kaputt, war so fertig, lag am Boden rum, hat geblutet aus allen Öffnungen einfach nur noch. Das war so brutal mit anzusehen, so ein richtiger Schreckmoment auch einfach. Kam dann ins Krankenhaus und es war wie immer, Rocky hat ihm vorher gesagt, mach das nicht, tret nicht gegen den an, ich weiß wie er ist, ich weiß wie er sein kann, ich habe das damals gehabt, sein Sohn ist genauso, der ist noch schlimmer, er wollte ihn retten, er wollte ihn davor bewahren, aber Creed Jr. hat nicht gehört, sein Stolz war zu groß, er hat gesagt, komm, ich brauch dich nicht, ich zieh das alleine durch, hat er versucht, hat's nicht geklappt, ist auf die Nase gefallen damit. Und ja, dann lag er da im Krankenhaus rum, vor sich hin wuselnd und blutend und Rocky wollte ihn noch besuchen, ihm gut zureden und plötzlich macht er ihm Vorwürfe, Creed Jr. macht Rocky Vorwürfe und sagt, seh mich doch an und du warst nicht da und hör auf so zu reden und das interessiert mich nicht und bam und der hat ihn dann so Mist ans Ohr geballert und Mist geredet einfach nur, wo ich mir dachte, ist der komplett bescheuert. Rocky war immer für ihn da, Rocky hat ihn immer unterstützt, Rocky hat ihm das ausreden wollen, er hat gesagt, trete nicht gegen ihn an, kämpf nicht, dass du verlieren wirst unbedingt, aber er hat sich auch nur Sorgen gemacht. Dann fliegt er auf die Nase und gibt Rocky die Schuld, also das war so ein dämlicher Moment, einfach nur so charakterlos und eklig von Creed, aber gut, der war gekränkt in seinem Ego, kennt man ja, ist ja so, ist ja bei anderen auch so. Und dann ging es natürlich los, das Privatleben auch, was passiert ist, die Frau von Creed Jr., also die Freundin, die Frau war dann schwanger, hat ein Kind bekommen, er musste für seine Mutter da sein sorgen, er musste für sein Kind da sein sorgen, seine Freundin hatte immer mehr Probleme, weil die auch eine Krankheit hatte, die hat ihr Gehör verloren, die hat immer weniger überhaupt wahrgenommen, das war schon schlimm zum Umgehen, ich meine, er war ein gebrochener Mann, hat seinen Kampf verloren, er ist dann Vater geworden, seine Frau ist immer mehr vertaubt, ist immer, hat ihr Gehör halt verloren. Er hat ja auch sogar einen Heiratsantrag gemacht in einer Szene. Hat mit Rocky vorher geübt gehabt, wie er das ihr am besten sagen kann und wie er ihr den Antrag machen kann. Hat sich dann vor sie gekniet, als sie im Bad stand, hat geredet und geredet, hat den Ring ausgepackt, ihr hingestellt. Also sie hat das überhaupt nicht mitgekriegt, sie hat das gar nicht gehört. Sie hat sich dann einfach rumgedreht, hat das gesehen und hat sofort die Tür zugebatscht und gesagt, oh mein Gott, was hast du da gerade gemacht oder ist das jetzt dein Ernst oder was hast du gesagt? Und sie hat es überhaupt nicht mitgeschnitten und er hat nur gesagt, ach, nichts, was du nicht schon wusstest, ich liebe dich und so. Und das war auch sehr traurig natürlich, wie das alles hinter den Kulissen abgelaufen ist und was der alles so für Probleme hatte und Laster zu tragen. Und während auf der anderen Seite natürlich die Boxwelt auf ihn herabgeschaut hat, da er seinen Titelgürtel immer noch hatte und eben gewonnen hat, aber nur weil der andere disqualifiziert wurde und jetzt natürlich gefordert war, dass da ein Rematch zustande kommt, er nochmal gegen Victor antreten soll oder muss und wenn nicht, wird ihm der Titel auch aberkannt und Victor auch gesagt hat, wenn er ein wahrer Champion ist, dann tritt er an, dann kämpft er gegen mich, aber er war in einer sehr schlechten Verfassung, auch privat, hat ihn das alles fertig gemacht, runtergezogen, da gab es nur Probleme, alles andere, er hat sich zurückgezogen, er war im Prinzip nicht mehr er selber, bis er dann wieder die Kurve gekriegt hat mit der Hilfe von Rocky und Rocky auch gesagt hat, ja, ich bin da, aber wir gehen durch die Hölle und wir fangen bei Null an und ist mit ihm in ein Trainingscamp mitten in der Wüste, wo wirklich es aussah wie bei Hottentotten. Da haben sie angefangen zu trainieren und auch die Trainingsszenen waren richtig gut gemacht, zusammengeschnitten mit Musik untergelegt. Man konnte richtig den Schmerz sehen, spüren, fühlen, den er da durchmachen musste bei dem Training. Und das war wirklich die Hölle, aber das Ganze hat sich natürlich ausgezahlt, denn er ist zurückgekommen in den Ring gegen Victor.
seine Angst war verflogen. Er hat wieder kassiert, wieder eingesteckt, aber diesmal war er bereit, gegen ihn anzutreten und den Namen Creed alle Ehre zu machen. Da gab es auf der anderen Seite bei Victor, dessen Vater, natürlich auch ein Problem mit der Frau, wahrscheinlich Victors Mutter, die die beiden dann verlassen hat und der Vater Victor immer die Schuld gegeben hat, dass die Frau ihn verlassen hat, weil er einen Kampf verloren hat, weil er ein Versager ist, weil er nicht angesehen wird von der Familie. Also auch da wurde ordentlich auf die Tränendrüse gedrückt und den Sohn ordentlich Druck gemacht, ihn unter Druck gesetzt. Sodass auch selbst, als er gar keine Chance mehr hatte und halbtot in der Ecke gehangen hat, er einfach wieder rein wollte, weitermachen wollte, weil er wollte niemanden enttäuschen. Und auch da gab es ein richtig spannendes, herzerwärmendes Ende, da Victors Vater sich doch dann, gespielt von Dolph Lundgren übrigens, sich dazu herabgelassen hat, weil die Frau schon wieder abgehauen ist mit ihrem neuen Macker und hat er dann doch gesehen, dass es um seinen Sohn geht und warum will er sie beeindrucken und ihr was beweisen und sich selbst beweisen. Es ist sein Sohn, es geht um seine Gesundheit und er musste von seinem hohen Ross runterkommen und einfach mal sehen, was wichtig ist, hat deshalb das Handtuch geworfen. Der Sohn war traurig, war enttäuscht, hat gedacht, er hat den Vater enttäuscht und hat ihn, dass wieder über die Familie geredet und gelacht wird und keiner die mehr ernst nimmt. Aber er hat gesagt, ist schon okay und ist okay, komm her, und hat ihn in den Arm genommen. Und man hat gesehen, da sind Gefühle mit dabei und das ist alles sehr theatralisch aufgezogen und gemacht. War auch sehr bewegend alles, wie der ganze Film. Der hat oft einfach mit den Gefühlen gespielt, mit den Emotionen der Zuschauer. Mir zumindest, aber ich heul ja eh bei jeder Gelegenheit. Wie es bei euch vielleicht gewesen wäre, weiß ich nicht. Ihr hättet das vielleicht alles schwul gefunden und gesagt, oh mein Gott, ich will, dass ihr dem auf die Fresse gibt und fertig. Aber mich hat das wieder durch alle Gefühlswelten getrieben. Deswegen fand ich das auch so genial. Und ja, wie es jetzt weitergeht, weiß man nicht, ob da noch was kommt, ob da nichts kommt. Ich fand es auf jeden Fall richtig großes Kino, wie gesagt, für die ganze Familie. Es war lustig, es war spannend, man musste lachen, man musste weinen, man hat mitgefiebert. Es hatte gute Kämpfe und Szenarien dabei. Auch das Training, wie das alles absolviert wurde, war richtig gut. Schön durchchoreografiert das Ganze. Konnte man sich wirklich angucken. Also wer Creed gesehen hat, sollte sich Creed 2 nicht entgehen lassen. Das reiht sich nahtlos da an. Aber einen Kritikpunkt habe ich trotzdem noch. Was ich traurig fand, was ich nicht verstanden habe, war einfach die Synchronstimme von Sylvester Stallone. Weil der diesmal einfach von keine Ahnung wem gesprochen wurde. Und ich einfach so Probleme hatte, mich damit anzufreunden, weil man kennt ihn jetzt schon seit 100 Jahren. Ja, so alt ist er schon. Man kennt ihn schon seit 100 Jahren. Und er hat so oft immer die gleiche Stimme gehabt, die auch Arnold Schwarzenegger immer hat, wenn er synchronisiert wurde. Ich habe es verstanden bei Escape Plan, als die beide mitgespielt haben, Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger, dass man dann Arnold Schwarzenegger eine andere Stimme gegeben hat, damit, wenn die sich miteinander unterhalten, man nicht verwirrt ist, weil beide die gleiche Stimme haben und man gar nicht weiß, wer redet denn jetzt mit wem oder wer hat jetzt was gesagt. Sieht man ja eigentlich, aber trotzdem, da wollte man die Zuschauer nicht verwirren, hat Arnie da eine andere Stimme gegeben. Jo, der Bäcker klingelt auch, ich bin wach und munter. Hat Arnie da eine andere Stimme gegeben und gedacht, okay, das verwirrt die Zuschauer nicht. Aber diesmal hatte Sly eine andere Stimme und die klang so schlimm, muss ich sagen, so grausam. Ihm ging es nicht gut, klar, er hatte Krebs im Film bekommen, schon im Teil davor. Und vielleicht sollte es einfach darstellen, dass es ihm wirklich so schlecht geht, er schlecht aussah, er sich schlecht angehört hat, er wirklich einfach am Ende seiner Kräfte war. Oder warum das so gemacht wurde, weiß ich nicht. Man hat sich auf jeden Fall immer an seine Stimme gewöhnt und darauf gefreut. Und diesmal eine komplett andere Stimme, dass ich Probleme hatte, die Rolle so anzunehmen. Ich habe das so vermisst und das war so befremdlich, wenn der geredet hat. Ich habe immer gedacht, oh mein Gott, wer ist das denn? Das ist doch nicht er. Aber so ist das nun mal mit Synchronsprechern und Synchronstimmen. Weil wenn der Synchronsprecher mal stirbt und nicht mehr da ist, dann muss ja auch ein anderer einspringen und das reden, also das ist eh nicht von Dauer. Aber trotzdem ein toller Film, auch wenn ich das mit der Stimme ziemlich kacke fand.
Ist nun nicht mehr zu ändern, geht leider nicht. War trotzdem gut anzusehen, auch der alte müßige Mann, wie er sich da durchs Leben gequält hat und so weiter. Und ja, habt ihr Creed 2 schon gesehen? Habt ihr Creed gesehen? Kennt ihr die Rocky-Teile alle? Wie fandet ihr die Kämpfe? Wie fandet ihr den ganzen Film insgesamt? Schreibt es mal in die Kommentare, sagt mal eure Meinung dazu und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Es kommen noch ein paar coole Sachen, die ich gesehen habe, die ich mir auf jeden Fall anschauen will. Wie zum Beispiel Happy Death Day to You, Friedhof der Kuscheltiere, auch das Remake. Da sind ein paar richtige Kracher dabei, auf die ich mich schon mega freue. Ich hoffe, ich werde da nicht enttäuscht wie bei Halloween. Weil bei Horrorfilmen, da kann man wirklich einfach alles falsch machen. Da lockt der Trailer dich hin und dann ist alles scheiße. Aber wir sind gespannt, wie es weitergeht, was auf uns zukommt. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.